Hallo meine Lieben, ja schön, dass ihr hergefunden habt. Wir machen heute einen Liebesbrief von deiner Wunschperson oder Wunschpartner genau an dich. Und dazu werden wir zwei Kartendecks auslegen und zuallererst nehmen wir aber eine Hauptenergiekarte. Was hat dein Gegenüber, dein Wunschpartner dir zu sagen? So, hier haben wir die religiösen Faktoren. Dein Liebesleben wird von deiner religiösen Erziehung und deinem spirituellen Weg beeinflusst. Das kann jetzt hier wirklich auch für einen gemeinsamen Wachstum stehen. Ja, wir gucken auch nochmal näher rein. Vielleicht hast du deinem Gegenüber eine Sicht geöffnet, die er vorher nicht erkannt hat oder gesehen hat. Ja, also ich nehme hier tatsächlich auch einen spirituellen Wachstum da wahr für zwei Personen, was deinem Gegenüber auch sehr bewusst ist. Genau. Lass uns jetzt mal das Tarot auslegen und die Karten der Liebe, sodass wir die dann auch ganz intuitiv ziehen werden. So, ich mache die mal ein bisschen an die Seite. Okay, und dann ziehen wir die gleich nach und nach und schauen, was dein Gegenüber dir zu sagen hat. Okay. So, dann fangen wir an. Also, was haben wir hier? Wir haben hier den Ritter der Schwerter. Das ja, ist für mich eine Energie, eine sehr schnelle Energie. Das heißt, er hat irgendetwas erkannt und ist sozusagen schon auf dem Weg zu dir. Er möchte dir irgendetwas mitteilen, seine Gedanken mitteilen, die gerade ihn stark beschäftigen. Das kann wirklich etwas mit diesem Spirituellen auch zu tun haben, dass er irgendetwas da in dieser Hinsicht erkannt hat. Ja, und wir haben hier das Lachen. Also tatsächlich möchte er mit dir gemeinsam ja, schöne Momente wieder erleben. Er erkennt auch, dass du eine Person bist, die mit ihm ja, auf einer Wellenlänge schwebt, ja, mit dem er eben einfach auch mit, sag ich mal, den gleichen Humor teilt, über die gleichen Dinge lachen könnt. Und das möchte er unbedingt mit dir erleben. Deshalb ist er hier auch, A, möchte er dir seine Gedanken mitteilen, aber auch B, möchte er dir irgendetwas vorschlagen, wo ihr beide einen schönen Moment miteinander erleben könnt. So. Ja, dann haben wir hier den König der Schwerter. Sehr viel Schwertenergie haben wir bisher. Ja, vielleicht handelt es sich bei dir um ein Luftzeichen, muss es aber auch nicht. Es kann wirklich auch, guck mal, sein, dass hier einfach diese Klarheit auch ist. Wir haben hier den Verlust und zurzeit ist diesem Menschen sehr wohl bewusst, dass wenn du weg wärst aus seinem Leben, dass das hier ein riesengroßer Verlust auch wäre. Ne? Das kann jetzt wirklich etwas auch mit diesem spirituellen Weg sein, dass er sozusagen jetzt seinen Lebensweg so langsam erkennt, was wirklich ihm Glück und Erfüllung bringt, ja, was vielleicht, sag ich mal, in der Vergangenheit nicht erkannt wurde, weil er eher ego-getrieben war, aber hier nämlich war, nimmt er gerade dich als sehr, sehr großen Verlust wahr, je nachdem, vielleicht habt ihr zurzeit einen Kontaktabbruch, ja, oder ihr hattet einen Konflikt, das kann alles sein, aber er spürt eben diesen Verlust, deswegen hat das auch gerade ganz, ganz eilig, dir irgendetwas mitzuteilen, weil er mit diesem Verlust oder mit diesem Gedanken, dass er dich verliert, einfach auch nicht klarkommt. Und auch nicht klarkommen möchte. Genau. So. Ja, dann haben wir hier den Magier. Ja, das ist eine sehr schöne Karte, weil der Magier steht natürlich auch dafür, dass man, ne, die Hohepriesterin ist ja sehr mit der Innenwelt beschäftigt, sage ich jetzt mal von der Energie. Und der Magier, der ist jemand, dem ist etwas bewusst geworden und er möchte da jetzt auch aktiv Dinge vornehmen, Schritte unternehmen, um eben auch seine Gedanken in die Realität zu manifestieren. Das heißt, ich habe das Gefühl, dass er sich sehr wohl sehr viele Gedanken macht, wie er die Dinge einfach auch nach vorne bringen kann mit dir und die auch tatsächlich auch umsetzen kann. Also ich nehme hier auch eine große Handlungsenergie wahr, dass auch nicht nur die Worte, sondern tatsächlich auch die Handlungen dazu umgesetzt werden sollen. Ja, um einfach wirklich auch dieses Gefühl des Verlustes von sich wegzuschieben, weil einfach ich sehe hier, er erkennt diese spirituelle Verbindung zwischen euch. Er weiß, dass sowas sehr, sehr selten ist, wenn nicht sogar einmalig ist, ja. Und dieses Glück und diese Erfüllung nicht mit jedem Menschen an der Straßenecke zu finden ist. Und das hat dieser Mensch hier erkannt. So, dann haben wir hier die Kontrolle. Ja, die Kontrolle möchte ich auf jeden Fall nochmal abklären, was die Kontrolle hier genau zu bedeuten hat. Und die Acht der Münzen.
Vielleicht ist es tatsächlich so, dass dein Gegenüber, es kann wirklich sehr gut sein, dass dein Gegenüber, vielleicht bist du sehr ambitioniert, ja, in Bezug auf deine Projekte, in deinem Job zum Beispiel, oder du bist finanziell ganz gut dargestellt. Und da habe ich das Gefühl, könnte irgendwie auch so ein bisschen Neid durchkommen durch diese Kontrolle, also dass er sozusagen auch für sich erstmal so ein bisschen aufsteigen muss, weil ich das Gefühl habe, dass er mit dem ein oder anderen Erfolg, den du vielleicht auch jetzt durch deine Projekte oder deine Arbeit oder Finanzielles erreicht hast oder gerade dabei bist zu erreichen, dass er schon auch damit so ein bisschen zu kämpfen hat, ne? Weil ich nehme hier wahr, vielleicht ist er nicht so gut dargestellt wie du? A, das kann natürlich sein. Oder B, würde er einfach auch nicht damit klarkommen, wenn er das Gefühl zumindest hat, dass sozusagen sein Gegenüber besser dargestellt ist als er, ne? Und da kann es natürlich auch sein, und da ist eine kleine Vorsicht für dich angezeigt, dass du bitte aufpassen sollst, dass du nicht unbewusst mit Strategien klein gehalten werden sollst oder dass du klein geredet wirst, ne? Also da sehe ich so ein bisschen, da hat er eine Blockade, aber das hat etwas mit seiner eigenen Innenwelt zu tun, dass er da auch noch mal wirklich für sich über sich hinauswachsen darf oder einfach auch diesen Neid, der mir hier durchkommt, einfach auch für sich ja beiseite schieben darf, daran arbeiten darf, ja? Genau. So. Ja, dann haben wir hier die drei der Schwerter. Also dein Gegenüber, wir haben es ja auch vorhin schon gesehen, ne? Der hat gerade mit dem Verlust zu kämpfen, und das Empfangen haben wir hier. Ich nehme hier wahr, dass dein Gegenüber eben gerade durch dieses Gefühl des Verlustes und des Herzschmerzes geht, ja. Und er spürt auch, und wir haben es ja am Anfang auch gesehen, er ist auf dem Weg zu dir. Er spürt auch, dass du gerade in einer Empfangsenergie bist. Das heißt, er weiß auch ganz genau, das haben wir auch am Magier gesehen, dass er sich jetzt wirklich einen Plan ausmalt, um diesen Schmerz zu lindern. A, aber auch B, die Dinge wieder zum Kippen zu bringen. Und da macht er sich eine Strategie auch, was kann er zur Verfügung stellen, damit er sozusagen auch mehr geben kann dir, ja, weil er jetzt merkt, es ist an der Zeit sozusagen, dass er jetzt, dass es jetzt an seiner Verantwortung liegt, etwas dir zurückzugeben, ne? Und dass du jetzt sozusagen auch in der Energie des Empfangens einfach auch bist. Er weiß, das ist sozusagen der einzige Schritt, um überhaupt noch mal in deine Nähe zu kommen, ja. Genau, er spürt einfach, er möchte dir irgendetwas überreichen und das nicht zuletzt getriggert eben durch das Gefühl des Verlustes und des Herzschmerzes. Genau. So, dann gucken wir weiter. Ja, dann haben wir hier die Acht der Schwerter. Lass uns hier auch noch eine andere Karte nehmen und der richtige Zeitpunkt. Ja, er ist sich sehr, sehr unsicher. Wann ist der richtige Zeitpunkt, um auf dich zuzukommen, dir das mitzuteilen? Ne, vielleicht zeigst du ihm auch gerade die kalte Schulter. Er kann dich schwer einschätzen. Und da macht er sich einfach auch unheimlich viele Gedanken. Er möchte den richtigen Zeitpunkt nicht verpassen oder auch nicht zu früh sein. Da macht er sich so ein bisschen selber gerade Druck, wann der richtige Zeitpunkt ist, um mit dir einfach auch die Themen zu besprechen, die er besprechen möchte mit dir, was er eben jetzt auch erkannt hat. So, dann nehmen wir noch zwei Karten. Ja, die zwei der Kelche. Also, wir nehmen auch hier noch mal von Chuck Spezzano-Karten eine Karte. Aha, und die Liebenden. Schlussendlich ist das so, dein Gegenüber wünscht sich diese Verbindung mit dir gemeinsam. Ja, das ist hier glasklar. Er möchte, dass das hier zu einem Erfolg wird. Deswegen ist er vielleicht auch so nervös, dass er Angst hat, den richtigen Zeitpunkt zu verpassen oder eben zu früh auf dich zuzukommen. Er möchte es diesmal richtig anstellen und nicht irgendetwas versauen, sage ich jetzt mal, oder sich seine Chance irgendwie versauen. Genau, deshalb will er da jetzt ganz, ganz gut überlegt auf dich zukommen, will sich aber auch nicht zu lange Zeit lassen. Er möchte dir doch ganz schnell dies auch mitteilen und wird auf jeden Fall auch bei dir die Temperatur abtasten. Aber hier ist ganz klar der Wunsch, dass er mit dir zum Erfolg, dass es zum Erfolg führt sozusagen zwischen euch und dass ihr einfach jetzt hier wieder Hand in Hand durch die Welt gemeinsam lauft. Ja, genau. Lass uns noch zum Abschluss eine Liebesbotschaft nehmen.
da ist schon eine gefallen. Ich denke gerade an dich, ich liebe dich. Also hier, wie gesagt, nämlich auch, weil der Mensch vermisst dich sehr, sehr stark. Der kann mit diesem Verlust gerade überhaupt nicht klarkommen. Deshalb kannst du dich jetzt auf eine schnelle Kontaktaufnahme hier bereit machen und dass dieser Mensch dir etwas sehr Wichtiges zu sagen hat. Ja, und zwar sehr wohlwollend, dass es wieder auch Nähe zwischen euch herstellen soll. Genau. Ja, meine Lieben, dann schaut bitte, ob ihr in Resonanz damit gegangen seid. Und wenn euch die Legung gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Like, Kommentar oder auch Abo. Und dann wünsche ich euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss.